Der Michi, wir sind auch über das Thema Crowdfunding ins Gespräch gekommen. Und dann, als wir zusammengesessen sind, habe ich gesagt, also das hat für mich dermaßen viele Ebenen und ein dermaßen großes Potenzial, was das Ding eigentlich kann, worüber soll ich jetzt reden? Und er hat mir eigentlich das ziemlich offen gelassen. Wir haben dann aber gesagt, dass es ein Finanzierungsinstrument ist, das wissen eh schon die meisten. Also was kann das Ding sonst noch? Und daher habe ich eben auf der ersten Folie stehen, dass es nicht nur beim Crowdfunding darum geht, ein Projekt oder ein Vorhaben zu finanzieren oder einen Teil dieses Projekts. Wieso stehe ich jetzt heute da? Jetzt abgesehen, dass mich der Michael über den Messenger kontaktiert hat und dann verpflichtet hat. Jetzt rede ich über Crowdfunding und eigentlich betreibe ich zurzeit eine Filmproduktion. Und Filmproduktion hätte ich auch noch vor 10 Jahren höchstwahrscheinlich gesagt, dass ich eine betreibe, weil sich mittlerweile die Welt sehr gedreht hat und mittlerweile kann auch eine Filmproduktion viel mehr leisten. Nachdem ich jetzt aber nicht aus dem klassischen Ausbildungsweg der Filmproduktion komme, sprich ich komme nicht von der Filmakademie, wo man in erster Linie sehr künstlerisch unterwegs ist und das Ganze unter dem Mantel Kulturgut steht, wie so oft in Europa das der Fall ist. In Amerika gibt es eine Industrie, bei uns gibt es Kultur in diesem Bereich. Bin ich auch von meinem Werdegang ein bisschen ein bunter Vogel, sprich ich habe eigentlich ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht, bin dann im Finanzbereich gelandet, wo ich dann auch so die WU im Schnelldurchlauf gemacht habe. Habe lange Zeit in einem großen Unternehmen, bei einem Global Player in der Unterhaltungsbranche, in der Musikbranche gearbeitet. Vor diesem Hintergrund hat mich dann die FH in Salzburg geholt für eine Lehrtätigkeit. Dort gibt es einen Multimedia Art und Multimedia Technology Master und da war das Thema, diese Menschen sollen auch irgendwie erfahren, wie sie auch das finanzieren können, dann nach dem Studium, was sie mit ihrer Manpower während des Studiums machen. Und man hat gesagt, naja, die klassischen Wirtschaftsleute, die können das wahnsinnig gut, aber die haben meistens keine Erfahrung in der Filmbranche, in der Musikbranche, in Gamingbranche und so weiter und so fort. Und die wiederum klassisch von der Filmuni, von der Musikuni etc. kommen, die haben dieses Wirtschaftliche eigentlich nie gelernt. Und so bin ich dazu gekommen, weil man hat mir gesagt, du hast ja alles gemacht, also du kannst das sicher. Und das mache ich jetzt seit 7 Jahren. Sprich, ich versuche dort den jungen Menschen zu sagen, wie sie über die klassischen Fördertöpfe ihre Projekte finanzieren können, aber auch, was für Alternativmethoden gibt es ja, für ihre Branche. Und nachdem diese klassischen Töpfe gerade für den studentischen Bereich jetzt nicht wirklich sehr leicht zugänglich ist, muss man sich tatsächlich Gedanken machen, wie kann ich sonst eine Finanzierung aufstellen. Und damals kam auch das Thema Crowdfunding, womit ich mich beschäftigt habe. Damit mir nicht ganz fad ist, habe ich noch beschlossen, in den letzten 2 Jahren den ersten europäischen MBA nebenbei zu machen. Nennt sich MBA Film, TV and Digital Media Management, ja, um dort auch vielleicht noch ein paar Lücken zu schließen, beziehungsweise auch erfreulicherweise ein paar internationale Vortragende zu haben und ihn lauschen zu können, die auch wirklich visionär sind und nicht das Leben im Jahre 1950 leben, sondern vielleicht jetzt und auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie gesagt, vor ungefähr 7 Jahren, damals habe ich mit der Filmproduktion begonnen. Wenn mich jemand gefragt hätte damals, was machst du, hätte ich gesagt, ich bin hauptsächlich im Bereich Wirtschaftsfilm tätig und das ist in erster Linie TV- und Kinowerbung bzw. Imagefilme.
wenn mich das heute jemand fragt, sage ich, eigentlich machen wir Film- und Video-Content. Und zwar nicht nur, dass wir, also es gibt zwar nach wie vor Werbung und Imagefilme, aber das reicht bei weitem nicht mehr. Ja, weil schon allein durch diese technologischen Möglichkeiten und die neuen Medien, die sich ergeben haben und Videocontent einfach ganz stark, man kann nicht einmal mehr sagen, im Kommen ist, es ist da. Du musst dir wirklich überlegen, was kommuniziere ich wem sinnvollerweise und wann, dass das Ganze effizient ist. Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, tatsächlich von einer Strategieentwicklung weg mit Unternehmen, mit Organisationen ein Video-Content zu entwickeln, nach dieser Abfrage tatsächlich eine Kreation zu machen, dann zu produzieren, aber danach diesen Content auch zu implementieren und zu kommunizieren. Warum? Wenn man in einem sehr großen Unternehmen ist, also über einen Klein- und Mittelbetrieb, hat man meistens überall Bereiche, die sich damit auskennen und die sagen dann punktuell, ich brauche das für dieses und die Sache ist erledigt. Wenn man weiter drunter ist, dann sagen die, super, jetzt habe ich einen Film und um Gottes Willen, was mache ich damit? Ja? Das ist nach wie vor ein ganz, ein großes Thema. Also das Know-how ist da und deswegen bieten wir auch all das an. Ich behaupte jetzt, dass Crowdfunding schön und gut für eine Finanzierung ist, oder meistens für eine Teilfinanzierung, je nach Projektgröße. Aber eigentlich ist das eine Möglichkeit, wenn man es richtig macht und wenn man es machen will, einen Markttest zu machen und zu schauen, interessiert es überhaupt irgendjemanden? Weil ich der Ansicht bin, das ist so und vielleicht habe ich irgendwelche Erhebungen gemacht, dann tatsächlich zu einem frühen Zeitpunkt rauszugehen, eben in einer Prototypenphase und zu schauen, reagiert man überhaupt darauf, ja, bevor noch viel Geld geflossen ist. Ja, also wie eine Fokusgruppe. Und es ist ein tolles Kommunikationstool mit den Menschen, die fanden und die dann zukünftig meine Produkte, meine Dienstleistungen dann auch kaufen. Warum kann ich das jetzt sagen? Und jetzt werdet ihr vielleicht verstehen, warum ich überlegt habe, ob ich jetzt meine Speech nicht etwas ändere. Anscheinend sind heute viele gute Menschen hier. Ich habe das sehr lange theoretisch unterrichtet. Und dann habe ich gesagt, Theorie ist gut, aber Praxis ist besser. Und 2015 haben wir selbst eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Das war der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, es geht uns einfach unglaublich auf die Nerven, dass alles entsetzlich ist, dass alles schlecht ist, eine Katastrophe nach der anderen kommt und eigentlich sind wir längst schon dem Untergang geweiht. Bitte, bitte, hallo. Und haben gesagt, das reicht, weil erstens einmal stimmt es nicht. Es gibt wahnsinnig viele tolle Sachen auf dieser Welt, nur die Medienblase gibt uns einen Filter vor und sagt, Bad News verkaufen sich besser, also machen wir das. Und wir haben gesagt, das ist weder die Wahrheit, noch ist es gesund. Weil wenn ich jetzt in der Früh in Heiligenstadt bei der U4 einsteige, und die Zeitung heute lese und 5 Stationen später aussteige, ist mein Tag gelaufen. Es ist einfach, also meine Leistungsfähigkeit und meine Lust überhaupt irgendwas zu machen, wenn ich mir das alles durchgelesen habe, ist sowieso dahin. Also haben wir gesagt, wir müssen etwas tun und wollten aber nicht warten auf das normale Prozedere. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt eine Fernsehserie machen, eine Infotainment, Entertainment, Magazin, was auch immer, sind das Mühlen, die unglaublich langsam mahlen. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt keine Lust, 2, 3, 4 Jahre zu warten, bis irgendwann einmal was kommt. Wir wollen jetzt sofort einen Piloten drehen und dann damit hausieren gehen, damit wir uns einfach die Zeit verkürzen. Es ist an der Zeit, das zu tun. Und so haben wir auf unsere eigenen Kosten bzw. mit unserer eigenen Manpower die Pilotfolge bzw. eigentlich einen guten Feel
gedreht, aber dadurch, dass wir zweimal für diese Pilotfolge nach Indien reisen mussten, haben wir gesagt, es geht sich irgendwie einfach nicht mehr aus. Wir brauchen eine Teilfinanzierung und haben eben dafür die Crowdfunding-Kampagne gemacht. Wir wollten 15.000 Euro erreichen, waren leicht drüber und es war eine wunderbare und sehr intensive Zeit. Wir haben es damals gemacht, um diese 15.000 Euro zu kriegen. Aber was wir dafür bekommen haben, zurück von den Crowdfundern und von der ganzen Öffentlichkeit, die sich uns dadurch erschlossen hat, war, also wir waren auf der Wolke, welche Nummer hat sie normalerweise? 7, danke schön. es war unglaublich beglückend. Wir haben es über We Make It gemacht, genau. So, was bringt das jetzt, wenn ich Crowdfunding mache, jetzt abgesehen von diesem Finanzierungsaspekt? Natürlich ist es essentiell, dass ich diese Summe, die ich erreichen möchte, erreiche, sonst kann ich es nicht realisieren. Aber ich sage, wenn man wirklich kommuniziert, und mit Kommunikation meine ich nicht, ich stelle etwas hin auf eine Plattform, sage, das ist es jetzt und warte, dass jetzt Geld reinkommt. Ja, das ist absenderorientierte Information und das ist vorgestern. Man muss mit den Leuten kommunizieren, dann kriegt man unglaublich viel zurück. Ich wurde sogar oft während der Crowdfunding-Kampagne damals von anderen Projektinitiatoren und Initiatorinnen gefragt, wieso funktioniert euer Crowdfunding? Da ist ja schon so viel, bei mir geht da überhaupt nichts weiter. Ja? Und dann habe ich sehr oft gefragt, na, was machst du denn während dieser Kampagne? Na, sie ist jetzt dort. Dann sage ich, ja, das ist schön und das wird doch keiner finden. Ja? Also ich muss in eine Aktion treten. Und ich sage jetzt, es ist sehr viel möglich. Das schaut bei mir wirklich anders aus. Also bei mir gibt es, ich lese es jetzt vor, damit das klar ist. Also man kann tatsächlich schauen, dass man eine Sensibilisierung, also eine Awareness, erreicht. Man kann sich eine Fanbase aufbauen, die später zur Kundschaft wird und dadurch auch eine Community gegründet wird, die Gold wert ist, wenn man auch mit ihr spricht. Daraus können wiederum ganz wertvolle Multiplikatoren entstehen und schlussendlich erreicht man eine Bekanntschaft, ja, da wird man einfach weit größer als die eigene Öffentlichkeit, wenn man das auch bedient. So, ich hoffe, das schaut jetzt nicht alles so komisch aus. Naja, gut. Wir wissen, worum es geht. Hoffentlich. Also ich jedenfalls. Was bedeutet das? Awareness. Man hat oft wahnsinnig tolle Ideen und ist unglaublich davon überzeugt, aber wenn man das tatsächlich nicht getestet hat, wird man nie wissen, interessiert das ausreichend Leute. Ist dieses Thema, an dem ich arbeite oder mein Projekt überhaupt tatsächlich relevant für die Menschen oder ist das nur relevant für mich oder für eine sehr überschaubare Gruppe an Menschen? Ja? Ist die Idee, die ich habe, auch tatsächlich etwas, was die Menschen haben wollen? Oder wollen sie vielleicht ein bisschen etwas anderes haben, aber ich kann mit dieser Idee arbeiten und sie weiter entwickeln? Weil wenn ich mit den Menschen spreche, und das ist auch bei uns ganz stark der Fall gewesen, wir haben ursprünglich gesagt, wir wollen über die ganz großen Projekte erzählen. Ja? Und oft haben die Leute aber gesagt, ja, aber das Kleine ist auch wichtig. Ja? Einfach auch was kann ich jeden Tag machen, damit es mir und meinem Umfeld besser geht grundsätzlich. Ja? Gibt es Gleichgesinnte? Ja? Also wäre ich heute zum Beispiel nicht hergekommen, hätte ich nicht gewusst, dass da Thomas eine Geschichte macht, wo ich mir durchaus Überschneidungs,
Potenzial vorstellen kann. Ja? Und wie groß wird diese Crowd eigentlich? Ja? Geht es da um 10, 15, 20 Menschen oder ist das etwas, womit ich wirklich nachhaltig arbeiten kann? Ja? Eine Fanbase. Habe ich eigentlich ein Thema, nicht alles eignet sich so gut für Crowdfunding. Ja? Mit unserem Thema Good News, das war wahnsinnig sympathisch. Die Leute haben gesagt, ja super, ja, das wünsche ich mir auch schon lange. Die sind auf uns zugekommen mit wirklich Tabellen und Datenbanken und was weiß ich von Projekten und gesagt haben, bitte berichtet darüber. Ja, da gibt's so tolle Sachen. Ja. Das heißt, während wenn ich ein sehr, sehr sperriges Thema habe, vielleicht ist Crowdfunding dann nicht das Optimale dafür. Vielleicht gehe ich dann wirklich in eine klare Investorenlinie, wo ich besser aufgehoben bin. Und Interesse ist das eine, aber wird das einfach nur gelesen, wird das gesehen und fertig? Oder reden die Leute auch darüber? Also bei uns sind ganz viele Gespräche und ganz viel Austausch entstanden. Und hat das auch tatsächlich einen Mehrwert für die Menschen? Wenn man sich diese Fans oder diese Fanbase aufgebaut hat, muss man auch noch schauen, werden die tatsächlich zu meiner Kundschaft dann? Oder sind die mal begeistert? Ich habe wahnsinnig viele Anrufe und Mails damals bekommen. Du, das ist total, das ist ganz wunderbar. Ich kann halt im Moment nicht zahlen, aber was kann ich sonst tun? Ja? Ich habe allen gesagt, es geht nicht darum, dass du 15.000 zahlst. Ja? Wenn du 1 Euro hast, es ist 1 Euro mehr. Wenn du, dann sind Leute gekommen und gesagt, ja, und kann ich vielleicht auch, ich nehme das mit in meine Kommunikation über meine Medien. Dann sage ich auch großartig, bitte mach das. Also man kriegt natürlich wahnsinnig schnell wahnsinnig viele Likes oder sonst etwas, aber dann schaut man tatsächlich, wie viele Menschen fanden auch oder wie viele werden dann auch wirklich längerfristig zu Klienten. Ja. Ist das auch eben ein großer Abnehmerkreis, was sich eigentlich mit dem deckt, was ich schon bei der Fanbase gesagt habe? Es gibt auch Crowdfunding-Projekte, die eigentlich eine klassische Pre-Sale-Geschichte sind. Ja? Also auch dazu kann ich es im Prinzip nutzen. Wenn ich einen Teil eines Projekts mache, wo ich schon eigentlich fast fertig bin mit der ersten Charge einer Produktion von einem... hört man mich nicht mehr? Werde ich umgestöpselt? Ihr redet einfach weiter, oder? Ja. Dann ist es eine wunderbare Möglichkeit, auch in ein Pre-Sale zu gehen, ja, wo Menschen mit einer persönlichen Geschichte oder mit einem persönlichen Goodie auch etwas bekommen. Dazu kann man es auch nutzen. Ja. Und wenn man dann am Anfang sitzt und sich überlegt, okay, ich muss ja diese Dankeschöns oder Rewards irgendwie benennen, dann denkt man im ersten Moment wahnsinnig klassisch und dann denkt man sich, gut, und dann mache ich einen Button oder dann mache ich eine Karte oder sonst irgendwas. Wir haben auch Buttons gemacht, das ist auch ein Learning, ja. Aber kann ich irgendwelche Goodies machen, die auch wirklich die Leute ansprechen, dass sie sagen, sie finden das Thema gut und das hätten sie aber wahnsinnig gerne. Ja? Also wie kann ich die eigentlich animieren, kommt das alles an? Ja? Sollte ich etwas ändern? Wenn man mal diese Community hat, die will gepflegt werden, die will wertgeschätzt werden, weil sonst ist sie auch ganz schnell wieder weg oder wird zu klassischen Karteileichen. Gibt es sowas eigentlich? Schönes Wort, gell? Es gibt ja eigentlich keine Karteien mehr in diesem Sinne. Ne? Karteileichen, das ist Cloud-Leichen, oder? Ja. Wenn man
Wenn da etwas von der Community kommt und es wird nicht beantwortet, in keinster Form oder höchstens mit einem Like, dann habe ich den verloren, und zwar jeden Einzelnen. Deswegen, ich kann das wirklich nicht oft genug betonen. Information, ja, fein, aber wir befinden uns in einer Zeit, wo ich wirklich mit diesen Menschen kommunizieren muss, weil wenn ich mit ihnen wertschätzend kommuniziere, dann kann ich wahnsinnig viel erreichen und sie können dadurch zu unglaublich tollen Multiplikatoren werden. Also uns ist das auch passiert und das war wirklich ganz großartig. Es gibt auch Menschen von der Community, die sind plötzlich da und sagen, ich kann mit meiner Expertise das auch noch zu deinem Projekt beitragen. Sollen wir da weiterarbeiten? Den hätte man sonst nie kennengelernt oder auf diese Person wäre man sonst nie gekommen. Also ich kenne auch wirklich Beispiele, wo tatsächlich jemand zum Projekt ganz intensiv dazugewachsen ist und dann plötzlich ein Viertel des Know-hows da reingebracht hat. Ja? Also das finde ich auch, ist definitiv nicht zu unterschätzen. Wenn jemand fundet, dann ist das eine gute Tat für ihn. Und dann spricht er wahnsinnig gerne darüber, dass er das getan hat. Also das soll man definitiv nicht unterschätzen. Das ist eine tolle Geschichte. Diese Menschen tauschen sich auch aus und so wird das immer, immer breiter und breiter. Natürlich das Einfachste ist, darüber zu posten. Wir wurden von einigen Organisationen gefragt, dürfen wir dieses Projekt in unsere Tipps zu unseren Mailing dazu nehmen. Wir schicken jetzt unseren Newsletter an 20.000 Menschen aus. Ja? Würde ich heute eine Kampagne machen, ich hätte diese Sachen schon viel weiter im Vorfeld besprochen. Ja, ich hatte teilweise wenig Zeit zu reagieren gehabt, weil mir nicht bewusst war, welche Multiplikatoren ich tatsächlich erreichen kann und wie wichtig das ist, so früh wie möglich vor der Kampagne noch zu sensibilisieren und zu sagen, okay, welche Öffentlichkeitsmöglichkeiten eröffnen sich mir durch diese Kontakte. Ja? Also bei einigen Sachen hat es funktioniert bei uns, das hat sich noch rechtzeitig ausgegangen. Wir haben aber zum Beispiel ein Jahr später einen Dreiseiter in der Maxima gehabt, weil die Journalistin gesagt hat, das finde ich ganz großartig und kann man dann noch fanden. Ja, wie gesagt, nein, aber wir haben es noch nicht produziert, also tu ruhig. Ja, und das war ganz toll. Ja, also wirklich auch rechtzeitig das Ganze zu planen. Ja. So viele Gespräche wie möglich zu führen. Es ist unglaublich. Wir haben das vor 2 Jahren gemacht. In dieser Zeit, damals wurde ich mindestens, das ist keine Übertreibung, von mindestens 10 Personen tatsächlich darauf angesprochen. Mir war überhaupt nicht bewusst, welche Kreise das zieht. Da sind wildfremde Menschen auf mich zugekommen und gesagt, ihr macht doch dieses Good News, gell? Das war wirklich toll und ich muss sagen, jetzt 2 Jahre später, es passiert nach wie vor mindestens einmal die Woche, 2 Jahre später. Sich Blogger, sich Influencer zu holen, ja, die in diesem Thema zu Hause sein könnten und die wieder eine weitere Öffentlichkeit ermöglichen. Und eben natürlich die mediale Berichterstattung ist nicht zu vernachlässigen. Warum ist Crowdfunding für mediale Berichterstattung praktisch? Ich gebe ein Beispiel von einem Filmemacher, mit dem ich damals für meine Masterthesis auch ein Interview dazu geführt habe. Ich habe nämlich auch darüber geschrieben in der Masterthesis. Und er hat gesagt, weißt du, als wir Crowdfunding für den Film gemacht haben, da haben wir plötzlich mediale Berichterstattung gehabt, die wir sonst nicht gehabt hätten, wenn wir nicht Crowdfunding gemacht hätten. Weil wenn man sagt, der Herr XY sucht jetzt um eine Förderung ein für den Film XY, hätten die Journalisten gesagt, ja, fesch.
Nachdem die aber gesagt haben, die gehen einen anderen Weg und machen Crowdfunding für diese und diese Geschichte, dann haben die Journalisten etwas in der Hand gehabt, worüber sie berichten können. Ja? Also das ist eine Möglichkeit auch wirklich, und im Moment sind die Medien noch drauf, dass Crowdfunding interessant ist. Sie sprechen zwar darüber, dass Crowdfunding alles ist, also Crowdinvesting, Crowdsourcing, Co-Creation, das ist für sie alles Crowdfunding meistens, aber sie sprechen darüber. Ja? Also soll man das nicht, alle sollten Journalisten zuhören, aber das Thema ist doch noch ein bisschen so über alles bedeutet Crowdfunding. Wie schon vorher erwähnt, all diese Multiplikatoren können enorm die eigene Öffentlichkeit erweitern. Wir wussten, wir haben damals ungefähr auf Social Media um die 8000 Kontakte. Wir haben eine aktive Adressendatenbank, also für unsere Newsletter-Verteiler ungefähr um die 5000. Und das hat sich enorm potenziert. Ja? Also auch für später, auch für andere Projekte später. Ja? Das ist eine tolle Sache. Ja? Auch durchaus in dieser Zeit, wo man eine Kampagne macht, so viel wie möglich darüber zu reden, ob das jetzt Face-to-Face-Gespräche sind oder ob man zu einem Event in diesem Bereich geht und. Ja? Also Schweigen ist schön, Kommunikation ist einfach wichtig. Wie gesagt, wenn man jetzt wer hat von euch schon mal eine Kampagne gemacht? Das war ein bisschen spät, dass ich ja eine Crowdfunding-Kampagne. Alleine oder mitgemacht? Also du warst Funderin oder du warst Teil des Teams? Ja. Okay. Sonst noch keiner. Okay. Was waren deine Erfahrungen? Ah, große Sache, ja. Und es sind, glaube ich, 175.000 Euro zusammengekommen, also wahnsinnig viel. Ja, und auch sehr dankbares Thema für Crowdfunding. Ja. Nach den politischen Umständen bin ich ein dankbares Thema im Moment. Aber da kam auch wahnsinnig viel Presse auf einen zu und wahnsinnig ja. Viele Leute wollten was wissen. Und genau. Also schon die Kampagne, wenn die irgendeine Politikerin erwähnt hat, hatte sie was zu berichten oder ja. Eine Politikerin, die ihr Monatsgehalt gespendet hat und darüber dann die Medien berichten ja. und, da hat sich sehr, sehr viel potenziert. Ja, super, super. Aber das ist dann auch nämlich vor allem, wenn so viel passiert auch, das ist unglaublich zeitaufwendig, das Ganze. Ja? Also ich sage jetzt, man muss, so gut es geht, alles vorher planen und rechtzeitig, weil während der Kampagne hat man keine Zeit mehr für etwas. Da geht es wirklich um Kommunikation und Abwickeln und. Natürlich, man kann kommt darauf an, wie groß das Team ist, ja, natürlich, ja, wie viel kann man tatsächlich verteilen, aber wirklich rechtzeitig alles vorbereiten, damit man dann wirklich ein Baukasten hat, mit dem man dann hantieren kann. Ja? Also man kann nie alles vorbereiten, aber alles, was geht, macht schon Sinn. Wenn ich kommuniziere, muss ich mir auch überlegen, welche Inhalte sind es. Ja? Also was kommuniziere ich da tatsächlich? Es muss für jeden Menschen sofort klar sein, worum es geht. Wenn es Fragenpotenzial gibt bei dieser Projektbeschreibung, ist es schon eine riesige Hürde, ja, und man verliert auch Selbstzeit. Man muss mit den, wenn ich jetzt sage richtige Zielgruppen, klingt das blöd, aber was ich damit meine ist, man muss sich wirklich überlegen, wer sind tatsächlich meine Zielgruppen, welche Zielgruppen eröffnen sich auch und wie kommuniziert man mit denen, wo sind sie zu finden, wie kommunizieren sie selbst. Das sollte auch alles in die Planung einfließen. Welche Kommunikationskanäle benutze ich? Ja?
Natürlich ist es gut, möglichst viele Adressen zu haben, Newsletter zu haben, in Gespräche zu gehen, 1:1. Wir haben aber mittlerweile so viele Social-Media-Plattformen. Wenn ich jetzt beschließe, auf all diesen Plattformen jetzt eine Seite dazu zu machen, dann kann ich es vielleicht irgendwann einmal nicht mehr bearbeiten. Also in unserem Fall, wir hatten tatsächlich eine Landingpage auf Facebook in den Social Media und über die hinaus haben wir dann auch anderes verteilt, aber es war kulminiert bei Facebook und das hat bei uns eigentlich recht gut funktioniert. Intensive Betreuung habe ich auch schon gesagt und ich muss auch schnell tatsächlich reagieren können, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein interessierter Mensch mir eine Frage stellt und ich 2 Tage diese nicht beantworte. Auch der ist dann schnell weg. Und das Wichtige ist auch, und das können tatsächlich, so klar das für mich ist, dass das ein Dialog ist in dieser Kommunikation, was tatsächlich auf Augenhöhe erfolgen muss und es ist kein, da ist alles, informier dich und fertig, sondern es ist über die Information heraus ganz wichtig, auch wirklich ein Austausch und wenn die Menschen mal neugierig sind, können sie unglaublich viel beitragen. Welche Tipps aus meiner Erfahrung? Wenn ich eine Kampagne starte oder wenn ich vorhabe, eine zu machen, muss ich mir überlegen, bin ich tatsächlich eine Einzelperson, bin ich ein Team? Es ist möglich, das als eine Person zu machen, nur während der Kampagnenlaufzeit kann ich dann ganz genau alles andere vergessen. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Kampagne und starte sie jetzt morgen und in den nächsten 30 Tagen habe ich 5 andere Projekte abzuschließen, dann wird das weder die Projekte freuen noch die Kampagne, dann würde ich sagen, besser nicht. Ja? Oder habe ich ein Team, mit dem ich auch tatsächlich wirklich so arbeiten kann, das auch immer up to date ist und dass man sich die verschiedenen Bereiche, die zu beachten sind, dass die auch bearbeitet werden können. Eine zweite Frage, die ich mir stellen sollte, ist, was will ich da tatsächlich gefundet haben? Also was soll es sein? Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Projekt über irgendwas im zweiten Bezirk, das nur interessant für die Einwohner des zweiten Bezirks sind und will dafür 100.000 Euro haben, dann ist es schlicht und ergreifend ein falsches Ziel, das werde ich nicht erreichen. Ja. Es ist so, ich glaube, euer Projekt war eins der höchst gefundeten Projekte in Österreich. Ja? Ja? Aber es gibt halt auch einen Unterschied, ob ich jetzt auf Kickstarter in Amerika etwas mache mit einem viel größeren Kreis, auch an Interessenten, oder ob ich etwas in Österreich mache und tatsächlich, für wen ist das relevant? Ja? Weil mit eurem Projekt ist das für alle in Österreich und eigentlich auch darüber hinaus, aber in erster Linie ist es tatsächlich für jeden relevant. Ja? Dann, was ich mit der Frage wozu, ach so, ja, jetzt weiß ich schon, was ich damit gemeint habe, ist, Crowdfunding kann auch tatsächlich einfach ein Test sein, ob das ankommt. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig, um zu schauen, ich will jetzt etwas machen und dafür 20.000 Euro kriegen. Es kann auch durchaus ein kleinerer Teil von etwas sein, um überhaupt abzutesten, kommt das an. Man kann es tatsächlich auch als ein Awareness-Tool sehen, ja, und nicht nur als ein Finanzierungstool, um einfach zu schauen, ist das Interesse vorhanden. Wann? Auch nicht alle Zeiten sind natürlich gut. Es macht keinen Sinn, mitten im Sommer eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, in einer Zeit, wo ganz viele Menschen unterwegs sind. Einige davon im Ausland, Menschen auf jeden Fall im Urlaub, die von Haus aus dann nicht so oft wie unterm Jahr
ihre Mails oder ihre Social-Media-Seiten oder ihre Kanäle checken und außerdem für all die, die im Ausland sind und fanden sollen, viele wollen im Ausland keine Transaktionen führen über irgendein öffentliches Netz, wo sie sich nicht sicher sind, wie safe das tatsächlich ist. Ja. Ich würde auch nicht unbedingt im Dezember eine Kampagne machen, weil da sind erstens alle sowieso im Weihnachtsstress. Man muss ja immer noch jeden vor Weihnachten sehen aus irgendeinem dubiosen Grund, weil nachher geht es ja irgendwie nicht und es ist wichtig und einen Punsch muss man auch getrunken haben. Und im Dezember rufen ganz viele Charities auf zu spenden. Das heißt, man hat ja auch eine überschaubare Summe, vielleicht jeder von uns und jede von uns, die ich in diesem Zeitraum habe, um etwas zu unterstützen. Und wenn ich Licht ins Dunkel und vielleicht noch andere drei Initiativen unterstützt habe, werde ich vielleicht nicht auch noch crowdfunden. Ja? Jänner schlafen dann meistens noch alle, also ab Februar geht es dann wieder. Oder sie verdauen noch Weihnachten. Ja? Und ein letzter Tipp ist noch, wie lange soll diese Kampagne dauern? Es ist so, dass man kann sich bei den meisten Plattformen auch die Dauer aussuchen zwischen, weiß nicht, also unter 30 Tagen machen es, glaube ich, weniger, aber bis zu 90 oder noch länger kann das gehen. Eine längere Crowdfunding-Kampagne bedeutet nicht automatisch, dass ich mehr Geld zusammenkriege. Es bedeutet nur mehr Nervenkitzel über einen längeren Zeitraum. Und im Crowdfunding sagt man, man sollte am Anfang immer einen Pick haben, wo recht viele fanden, damit die anderen darauf aufmerksam werden, dass es relevant ist, dass sich was tut. Dann gibt es einen Teil der Tränen, wo sich nichts tut und zum Schluss zahlt es wieder an. Und je länger ich das mache, umso länger mein Teil der Tränen. Also wir hatten eigentlich nicht so eine richtige Talgeschichte in der Mitte, aber viele haben es. Das heißt, manchmal hätte ich mir 10 Tage mehr gewünscht, um noch ein paar Sachen sozusagen medial noch mit reinnehmen zu können, aber 30 halte ich eigentlich für eine gute Dauer. So. Und jetzt lässt meine Stimme auch nach. Ich hoffe, ich habe mich nicht angesteckt. Danke. Thank you.